So, wir sind wieder da. Am besten wird es jetzt mal mit der Synchro-Party weitergehen. Das heißt, der Anauto darf als erstes. Hast du das Passwort? Nein, habe ich noch nicht. Das Passwort ist Apfel, aber jetzt bitte groß geschrieben, der erste Buchstabe. Bitte jetzt nicht alle synchronisieren, sondern erst Anauto. Dann gebe ich das Kommando für den BenQ. Und dann geht's halt immer, also ich sag immer, wer synchronisieren darf, okay. Wenn mehrere nämlich gleichzeitig synchronisieren, kann das Fehler geben und ja, das wäre blöd. Okay. Dort okay. Jetzt okay. Nicht zu lang. Wenn, dann muss es schon mit Ä schreiben. Okay. Du geile Kartoffel mit Zahnpasta? Was? Salz. Salz. Also von hier aus sah es gerade aus wie Zahnpasta. Lecker. Ach, der Paul, der haut jetzt rein mit dem Mods, dann passt das schon. Paul wäre heute Abend fast Live-Gast geworden. Wir haben uns heute nämlich in der Schule drüber unterhalten. InScope 21 kenne ich, aber verfolge ich nicht. Ist auch kein Stalker. Ich find's irgendwie lustig, dass du verzögert. Weil ich bin ja jetzt eigentlich schon auf 97% und im Stream fängt's gerade erst an zu synchronisieren. Für alle anderen sieht man immer nur synchronisieren mit anderen Spielern. Da steht gar keine Prozentanzahl. Ja, aber da hat's gerade erst angefangen. So, jetzt ist fertig. Der Stream dürfte so 10 bis 20 Sekunden Delay haben, aber das ist normaler. Ja. Das ist normaler. Normaler. Normale. So, der BenQ ist jetzt dran. Aber gut, eigentlich hätte man sich hier gucken können für den heutigen Tag, ne? Die entspannten paar Kilometer fahren. Jojo. Hättest du dich danach bei mir in eine Garage gelegt, ne, neben deinem Moped? Ja, auf mein Moped. Jojo, das ist auch bestimmt bequem. Das geht sogar. Man muss nur gucken, dass es nicht umfällt. Er legt sich immer sein Lammfeld runter. Das Lammfell aus dem Moped, ja. Ja. Ja, und dann immer noch eine Schütze, dass ich nicht umfalle. Der hat so einen Perlen, weißt du, diese Perlen, die sich so Rentner ey, manchmal auf die Sitze Auto, legen. Was hat er auch für seinen Moped? Massageperlen. Ja, Auto, guck dir mal den Fend an. Für die Durchblutung. BenQ, bist du dabei oder wie sieht's aus? Ja, ich bin dabei. Anauto, du kannst dir einen Schwader schnappen und anfangen Gras zu schwadern da hinten auf der Wiese. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo. Na, hab ich leider noch nicht. Ich bin gerade vom Fußballtraining gekommen. Lieber Fan 306 ISA, ja, TS ist Pflicht, weil du sonst dir erstens nicht die Mods downloaden kannst und zweitens, weil du ja mit uns kommunizieren sollst und musst und leider ja, weil das halt so eine bestimmte Abfolge hast und du auch sonst das Passwort nicht bekommst. Deswegen ist TS Pflicht. Wunderbar. Guten. Ach, gib's doch zu, du magst ihn einfach nicht. Machen? Na, ich mag ich wieso niemanden. Also, ich bin ein ganz asozialer Mensch. Ey, BenQ, guck dir mal diesen geilen Fan an, der kann was, wa? Nach BenQ ist der Leon dran. Also wirklich der Leon. Ja, genau der. Der Fan überfährt mich, aber. Master 12 LP bist aber nicht du, oder? Boah. Marci? Hä, was? Master 12 LP, wer ist das? Das ist jemand im Chat. Warum nennen sich immer alle 12 LP am Ende? Ja, weil ich Fame bin, oder was? Was hat denn diese 12 am Ende zu sagen? 2012 erstellt, oder was? Nee. Ja, gut, das ist einfach so. Er ist 12 Jahre alt. Das wirst du nie wissen, was ist, warum deine 12 ist. Das wirst du nie wissen. 12 Inch, oder was? Oder das ist einfach vom 1.2. Das ist einfach 2012 abgelaufen. Ja, ja. Mehr ist das nicht. Ja, ich fahre eine Yamaha WR 125X. Yamaha? Ja. Yamaha. Und möchte aber nächstes Jahr umsteigen auf eine KTM EXC. Hey, bei mir werden sie gebaut, die Karten. Soll ich auch schwadern? Ja, kannst du machen, beziehungsweise ihr könnt auch gerne alle ansehen, grobern. Das wäre nämlich auch gerade an ganz vielen Feldern von uns zu tun. Guten, auf welchem Feld soll ich schwadern? Also bist du gerade zum Mähen? Ich glaube, das ist 24 oder so. Die große Graswiese, das sieht man auch ganz gut auf der Karte. Ja, gut. Auf dem guten 12 LP klingt eigentlich auch ganz cool. Ist auch 2012 abgelaufen.
Ausgelaufen. Ja, ich bin wieso schon über dem Verfallsdatum? Achso, ja. Oder mein 12.000 Abonnenten. Guten. Ja. Rendiert sich das eigentlich, wenn dann LS 15 rauskommt, damit ich mir das kaufe oder nicht? Ja, das kann man jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, ne? Also an sich würde ich ja schon mal den LS 15 so nicht empfehlen, weil der einfach nur scheiße ist. Da gibt's einfach kein THW, ne? Das ist voll schlimm. Oh, jetzt gibt's glaube ich Hate. Oh, soll das jetzt eine Anspielung werden? Okay. Klar. Also ich würde mir erstmal die Demo angucken. Ja, aber ja, natürlich wird der LS 15 ja geil, warum nicht? Wenn ich jetzt auf dem Server dann irgendwann dann mal aufrufen also ich werde, jetzt schon dann bin ich das erste Mal auf der Nickmap. Ich erstelle jetzt einen neuen Hashtag und dieser Hashtag ist einfach genial. Hashtag 12LP, Alter. Best Hashtag. Kann man eigentlich joinen? Also wenn ihr was postet, vergesst nicht das Hashtag 12LP. Okay. Beste. Ja. Das mache ich jetzt unter jedem Video von Guten. Ja, jetzt sieht man nur noch Hashtag 12LP. Ja, ein Mausi. Gut, ne? Ja. Weißt du, wer ich im Chat bin? Woher soll ich das wissen? Ich hab keine Ahnung. Ich heiße Maggi 1, also 1258. Guten heißt Markus, ja klar heiße ich Markus. Also, Hauptsache der Master hat jetzt Hashtag SurfLP vor so wohin geschrieben. Also Hessel, ne? Ich sag ja immer entweder ein Zylinder oder mindestens 8, ne? Also alle, die jetzt in unserem Channel sind, können jetzt ruhig hinter ihren Namen dieses Hab alle Mods. Sieht so ein bisschen affig aus, muss ich ehrlich zugeben, weil da jetzt eh gerade so Synchro-Party ist. Alter, also ist aber wirklich hier synchronisieren vom Allerfeinsten. Ja, Bambus. Aber das... Bambus Extreme. Ja, aber synchronisieren. Ja, und Leon. Synchro-Party. Was, welchen habe ich im Moment? Keine Ahnung, hast du den mit dem Bambus und dem Panda? Warte, ich mach mit dem Panda rein. Ja, der passt gerade zu mir selber, das weiß ich. Bei mir ist der Bambus-Leitung. Ja. Könntest du vielleicht mal einmal für mich den Deutz mit der Seemaschine wegsetzen, dann kann ich mir nämlich einen Schwader holen. Was willst du damit machen? Schwaden. Ja, also, was soll ich denn machen? Das ist aber mal Bambus. Kurz die Seemaschine wegsetzen mit dem Deutsch. Ich kann das leider nicht machen, weil ich leider nicht als Administrator eingeloggt. Du kannst doch den Trecker wegfahren. Ich kann den wegfahren, ja, das ist natürlich auch machbar. Aber leider sind wir noch gerade in einer fetten Synchro-Party, wo dies leider nicht möglich ist. Ja. Ist auf der Game City eigentlich auch Giants mit LS? Weiß das einer? Nein. Frag Sachen, die... Und da kann ja keiner beantworten. Boah, was ich gesagt generell will, gar keine Ahnung von dieser Game City. Oh, sollte mal überlegen. Was ich nicht hoffen will, ist, dass der LS15 so Steam-pflichtig wird. Also, dass man sich unbedingt da einen Account hat. Nein, das haben wir schon gesagt, dass es die Steam-Pflicht nicht geben wird. Ah, oh, geil. Ich fände es aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Ja. Ich finde es schlimm, weil ich habe das jetzt mit 3 Spielen, weil ich habe nämlich jetzt einen größeren PC gekriegt. Und da musste ich jetzt, konnte ich die nicht alle überschreiben. Aha. Und da musste ich jetzt auf meinem normalen Account, musste ich mir jetzt die ganzen Rechte und das ist alles so umständlich. Naja, das ist eigentlich immer mit so einem Absicherungskey via E-Mail. Das geht eigentlich. Bei Steam. So schlimm finde ich es nicht. Bei mir war es mal so, damit ich dachte, mein Steam-Account war gehackt, dabei habe ich nur mein Passwort vergessen. Das ist auch gut. Ja, und da sind einige Spiele drauf und dann dachte ich mir, scheiße, jetzt habe ich es vermasselt. Aber ich habe es wieder gefunden. Ja, synchronisiert Rock jetzt. Of Susa, du weißt doch, es geht um Spirit dahinter und um die Geschichte. So, der Leon war jetzt durch, ne? Dann der ist Bild der Erik so dran. Ein Auto? Hat grad. Wo bist du? Bist du schon drin, Erik? Nein. Dann wärst du jetzt dran. Schaust du LPT, wessen LPT, da gibt es ja wahrscheinlich das okay, am weitesten bekannt ist, also Let's Play Together von Gronkh und Sarraza, denke ich mal. Ja, könnte sein. Ich gerade gehört, Gronkh, Sarraza, was? Oh. Ich habe eine 168er Leitung. Oh, nee, 768er.
Ja, da oben war auch jemand, der meinte, oder der hatte in den Raum gestellt, dass er eine 500.000 hatte. Ja, na, die ist aber auch cool. Nicht billig. Guten. User in your channel timed out. Ist das denn jetzt so, dass die Zeit, also wir haben ja 45 Minuten zu spielen, geht die Zeit jetzt schon ab? Wir schauen mal, wahrscheinlich wechseln wir wieder um 23 Uhr, würde ich sagen, dass wir gucken, dass zumindest mal eine halbe Stunde oder so am Stück gespielt werden konnte. Ja. Nur weil das ist ein Unkraut-Mod, den kann man auch bekämpfen, aber die Felder hier wurden halt nicht bekämpft. Die neuen, die angesät werden, werden aber gekämpft. Das ist aber ganz schön ineffektiv, ne? Also. Guten? Ja. An welchem Feld bist du? Weil dann würde ich ja nämlich mit dem Schwader hinkommen. Ich bin gerade mit einem Drescher unterwegs, deshalb. Ach so. Ist Schwader jetzt nicht so ganz nötig. Ach so. Aber wenn wir synchronisiert dann noch, wie hässlich. Ja, dann würde ich mir wohl einen anderen holen, wenn das kein Problem ist. Ich bin ja schon bei den 90%. Also das LPT von Gong und Sarraz habe ich ein paar Mal geguckt, aber sehr selten. Und es ist schon. Ich habe es heute wirklich geguckt, die ersten 20 Minuten. Zufällig, aber das letzte Mal davor habe ich es vor einem Jahr geguckt oder so. Ich guck's auch nicht. Also ganz am Anfang habe ich es regelmäßig geguckt. Ey, Guten, drück mal die F13-Taste, das soll eine Sheet-Taste sein. Ja, das ist cool. Ah, ich habe eine kaputte Tastatur, musst du wissen, also ich habe keine F13-Taste. Es gibt wirklich eine scheiß Tastatur, die die F13-Taste hat, Alter. Und jetzt will dich jemand verarschen und sagt, drück mal F13 und sagst halt kein. Was passiert da? Ja, starten Sie den Intelligenztest mit. Starten Sie den Intelligenztest mit F13. Die gute. Ja, oder einer, mit F4. Kennst du Turbinator? Ja, vom Namen her. So, ich brauch gleich einen Abfahrer. Naja, ich komme nicht. Abfahrer? Ja, ich schon Anhänger, aber ich also leider, keine... Ah, da ist der Erik schon, also aber... wunderbar. Ja, dann komm ich doch mit dem Dresch. Mach ich ja hier direkt beliebt, gerade gejoint und schon fleißig. Oder in meiner Brusttasche kann ich auch noch ein bisschen was reintun, also... Wer muss jetzt... Gut, ich komme mit dem Drescher zu dir, dann kann ich noch mit dreschen. Okay. Stehgei? Ich muss jetzt mal dazu sagen, ich bin jetzt echt das erste Mal auf der Micmap. Ja, ich auch. Der Micmap. Alter, F4, die Lösung des Lebens. Bisschen bitter. Nee, Alter, in der 4, die da kommt schöne Welt Musik übrigens. Weil es nur sehr wenige. User in your channel timed out. Alter, 4 Games, Alter, 4 Games. Ich spiele ja auch Arma und einer hat immer, der bei uns auf den Server kommt, der hat dann immer den Namen Alt-F4. Ich pflücke hier gerade Unkraut, also fahre ich und bitte nicht. Und dahinter immer For the Win. Wenn man gerade im Battlefield ist und ein Freund will einen nachturnen, kann aber nicht rein, weil zu viele Spieler drin sind, dann schreibst du auch einfach in den Chat rein. Drück mal Alt-F4 und dann gehen schon 5 raus. Marci! Boah, fast ich überfahren. Ich bin hier gerade am Unkraut zupfen, hallo? Boah, war das jetzt gerade am Huckeln. Fast überfahren hätte ich den Jungen. Ach, dieser komische Dennis macht auch mal Eigenwerbung, das ist ganz schlimm. Bei Nis muss ich immer an Nissan denken. Ja, Markus schreibt schon, korrekt. Fahr Marci um. Ja, ich habe früher immer gedacht, Markus heißt Dennis, weil Dennis... Ja, Sinis und Dennis war eh immer richtig verwirrend damals im Mega-Projekt. Ja, ja. Heute ist der Dennis dabei und der Sinis. Baller, wenn's da rennt, ja. Am besten noch Dennis am Anfang und Sinis am Ende. Und dann kommt noch so nach dem Motto, ey, du hast ihn gerade doppelt genannt, ja? Ernie ist übrigens dran mit Synchronisieren, wenn ich mich nicht vertue. Der war gerade, glaube ich. Ist Ernie schon drauf? Ja, aber der Dennis ist ja auch ein ganz schnaffter Boy, ne? Dem haben wir uns ja letztens, den hast du ja letztens auch mal kennengelernt, ne? Ja, den Dennis, den kenne ich ja eh schon gute 2 Jahre bald. Ja, aber so face to face. Ja, face to face, das war auch eine lustige Sache. Als ich das erste Mal mit ihm aufgenommen habe, das war noch über Skype und hat er dann am Ende hier Webcam gemacht. Achso. Ja, aber so richtig so mit anfassen und was ich dann alles so gemacht habe im dunklen Kämmerchen und so. Ja, ja, wir haben uns dann im dunklen Kämmerchen gegenseitig berührt. Und wie hat's dir gefahren? Ja, es war weich, warm und schwammig. Fast so wie mit Bianca oder was?
Geht's hier los? Tracy. Oder an dem Abend. Ah, die Tracy, das war wie so eine ganz süße. Der gute Tracy, sag ich nur. Wie hieß er nochmal, der gute Tracy Pascal. Mit zweiten Namen? Ach, Pascal. Ach, der genau, der Tracy Pascal. Ah, der Profit. Der Ernie ist schon da, das bedeutet, der Felix muss jetzt joinen. Ach so, okay. Guten? Ja. Ist in Ordnung, wenn ich dir helfe? Auf dem Feld? Ja, ja. Klar. Auf was für einer Stufe fährst du? Stufe 2. Finde ich da nicht schwul, das ist in Ordnung. Guten ich fahre auf Stufe 2, 71%, 14 km/h, ist ein bisschen flott, aber ich lasse es jetzt so. Und hat, schätze ich mal, 300 im Konto. Hey, Guten. Ja. Wow. Ja. Ja. Synchro-Party. Ach, Smarty, bleib weg, du Deutschfahrer. Das geht aber schnell. War das Smarty? Das war Smarty, ja. Wenn ich mich vertue, tut's mir leid. Dann habe ich jetzt irgendwie Hunger auf Smarties. Aber gut, vielleicht hättest du den Livestream vielleicht ein bisschen früher ankündigen müssen. Also 208. Aber heute allgemein ist ein bisschen wenig gewesen. Naja, wir hatten 340 Zuschauer um den Dreh zu Höchstzeiten. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt im Endeffekt streamen wir jetzt auch schon wieder 2,5 Stunden. Also, dass es jetzt nur noch um die 200 sind, ist eh nicht schlecht, finde ich. Ist ja schon ziemlich spät. Ja, was kann ich jetzt am effektivsten machen? Ja, spät. Ich meine, wie man es definiert so am Wochenende. Ja, für manche ist es spät. Huh. Ich hatte gerade etwas Lags. Für manche da schlecht. Was kann ich am effektivsten jetzt tun? Gribbern könntest du zum Beispiel auf Feld 8. Okay, dann schnapp ich mir einen Gruber. Also, voll korrekt, und wenn man dich nicht mag, ist man nicht ganz klar im Kopf. Also, ich dachte, beim ersten Mal durchlesen habe ich gedacht, der schreibt, wenn man dich mag, ist man nicht ganz klar im Kopf. Also, es. Ja. Weiß man nicht, ob man das als Kompliment sehen soll? Was macht ihr für eine Darmbeleidigung in dem Chat? Gut, ich bin da. Ja, das war aber an mich gerechnet. Beleidigung, gerichtet. Hä? Ja, das von Smarty ging an mich, weil ich ihn ja als Deutschfahrer betitelt habe. Oho. Ja. Weil ich gesagt habe, er soll wegbleiben. Die Aufrufzahlen, die sie gerade runtergehen. Also die Zuschauer. Ja, ist halt wieder synchronisieren. Wir hatten wieder eine kurze Unterbrechung und so weiter. Finde ich aber im Endeffekt nicht schlimm. Ich finde es eigentlich krass, dass gerade fast 200 Leute vor ihren PCs sitzen oder vor ihren Handys und zugucken, wie wir hier über den Acker heizen. Und das nach 2,5 Stunden. Ja, gut. Also ein Hoch auf die Leute, die jetzt seit 2 Stunden dabei sind. Achtung, es ist X-Bo Zeit für eine, to Fighter. Es ist Zeit für eine Gedenkminute. Deutsche Rechtschreibung und Grammatik und alles. Wir hören? Ja. Lässe mal ein paar Namen im Chat vor. Ja, die lässe ich jetzt mal. Das lässe ich jetzt mal sein. Der Landwirt Tim ist am Start. Der Fendt 306 LSA. Der Mr. Pixel. Pixel? Nee. Mr. Pixel. Ey, am geilsten ist da wohl eins. Hessel 77 ist, glaube ich, schon seit Anfang an dabei und auch schon eine halbe Stunde vorm Stream da gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Der PW-vergessene Fan. Also am geilsten finde ich immer noch 1 Paul 1 Steinhausen 1. Ja, gut. Das ist ein cooler Kollege von mir, ja. Kann ich auf Feld 5 grubern, weil hier steht noch ein Gruber rum. Also ein Track. Ja, kannst du auch machen, wenn da. Ist das unser Feld? Ist das grün? Ja, ist es. Ja, dann machen wir das. Was gibt's denn zu tun? Hallo, Thomas Huber. Wann kommt eigentlich der zweiten Part? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wer da aufgenommen hat. War das nicht Florian, der da aufgenommen hat? Musst du mal... Ich hab jetzt mal... Auf den Supergamer kommen.
Ich hätte mal eben eine Frage. Ich hab meinen Kanal 6 Monate länger als du, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hätte mal eben mal kurz eine Frage. Wir sind gerade am Kommunizieren. Wo ist eigentlich hier im Silo? Weil ich kenne mich auf der Micmac gar nicht aus. Auf der Micmac. Der Felix ist drauf, Freddy ist drauf, Funky Michi könnte joinen. An der Haupteinfahrt vom Hof, ja, wenn du da geradeaus die Hauptstraße weiterfährst und dann an der Kreuzung rechts. Und dann kommt irgendwann links kommt dann Einfahrten. Da steht dann Hof, Ladestation oder so. Wenn der Funky Michi nicht da ist, könnte der Jonas. Ich bin jetzt momentan bei Freddy. Also Master 12 MP, du hast zwar deinen Kanal länger als ich, aber hast darauf dafür aber nicht wirklich was gemacht. Auch toll. Einfach nur das Haben eines Kanals und wie lange, ne? Das ist schon edel. Ja, ich habe einen Kanal jetzt auch schon bald 3 Jahre. Quasi meine, schon mein halbes Leben. Ich hatte vor diesem Kanal auch schon einen Kanal gehabt, aber dann hatte ich da schon 2 Strikes gehabt und dann hatte ich keinen Bock mehr auf den Kanal. Sowas muss Arctic bei mir auch immer erleiden. Ich weiß zwar nicht, wer da gerade hinter mir fährt. Zumal. Ich bin nass. Genau, der BenQ. Ja, so ganz üble Schneidemanöver. Und Profit, ich fake diesen Master nicht, aus dem Grunde, weil mein Name, der kommt von einem Kumpel, der heißt mit Spitznamen Marky und ich heiße mit Spitznamen Marcy, aber beides wird gleich geschrieben. Und der hatte einen Minecraft-Account, der hieß Marky12 und den hatte ich übernommen und daher kam ich auf meinen YouTube-Namen Marcy12LP. Spielst du eigentlich noch hier Minecraft? Ich spiele eigentlich, naja, es ist wenig. Selten. Wo kann man Kobon? Oder ja, Smarty, genau. Ich habe meinen Kanal zwar schon 3 Jahre, aber der ist eigentlich inaktiv. Ja. Ja, da kommen gar keinen Tag, also da kommen nie Videos. Gut, und nein, ich habe keinen Real-Life-Kanal. Also ich habe generell auch keinen Real-Life, also was soll ich mit Real-Life-Kanal? Du sitzt doch eh nur zu Hause. Die ganze Zeit nur vom PC zu Hause. Ja, aber das ist bei den meisten Let's Playern wirklich so. Ich meine, überlegt euch mal, warum die jeden Tag ein Video posten. Wahrscheinlich als nächstes dran. Warte mal, wenn der Michael fertig Jonas. Ist. Jonas, genau. Hashtag 12 MP. Das nächste ist Master. Also oh, Salatgurken LP, der alte Freund. Nicht Master. Kann ich jetzt aufschauen, oder? Nicht Master 12 MP, so. Hat wieder einen kleinen Unterschied. Salatgurken LP, wir haben eigentlich genau das, was im Video gezeigt ist. Wir haben noch nichts Neues gekauft. Du hast ja vielleicht auch im Video gesehen. Wir haben den realistischen Ertrag drin. Hier geht nicht so wirklich was voran. Das heißt, alles wird ein paar Tage länger dauern, bis wir mal größer sind. Freddy, Grube, bist du hier? Dann Grube, fange ich auf der anderen Seite an. Wie ist das Passwort? Apfel, gell? Groß geschrieben. Alles. Ja, nein, nur A. Ich soll mehr Minecraft machen, dann bist du wahrscheinlich morgen Abend etwas enttäuscht. Dann hast du wahrscheinlich bald eckige Augen. Ja, das kennt man halt von Minecraft-Spielen, da werden die Augen wahrscheinlich wirklich irgendwann eckig. Guten der Minecraft-Profi. Das ist bestimmt irgendwie gruselig. Hast nachher so Blöcke in den Augen. Ja. Boah, ich glaube, ich mache Glasblöcke. Ich schalte das Qualifying gleich um 0 Uhr frei. Das ist dann Midnight Qualifying sozusagen. Ja, ist irgendwie auch sexy, ne? Ja. Tech World. Weiß nicht, diese ganzen Mod-Pakete ist irgendwie nicht so für mich. Ist zu kompliziert. Na, nicht unbedingt zu kompliziert, aber ist einfach für mich nicht so wirklich Minecraft. Okay, ich hab die Ablagestation. Das ist so, als wenn ich mir in, als wenn ich in LS nur, Moonshiners Mod mache oder so. Und dann wirklich nicht mit Geräten irgendwie, sondern wenn ich nur im Wald stehen müsste und irgendwie braun. War aber eigentlich auch eine geile Idee. Ja, schon. Also Schnaps ist ja immer geil, von daher. Kannst du nichts falsch machen mit. Ja. Oder wenn du Cannabis anbaust. Wie ist eigentlich so die Qualität vom Stream? Was würdet ihr sagen? Wahrscheinlich jetzt beim Dreschen relativ schlecht, auch wegen den Rauch und so weiter. Das geht. Ja. Das geht. Oh, wir sollen mal über das iPhone 6 und iPhone 6 Plus reden. Viel zu überteuer. Bäh, Apple. Würde ich mir nie kaufen. Ich muss sagen, iPhone 5 geht schon. Ich fand's ja immer geil, wie sie angefangen haben. Ich glaube, was war das? Bis zum 4er war's, ne? Mit 3,8 Zoll oder 3,7 Zoll und boah, größer darf ein Handy nicht sein. Sonst kann man da ja gar nicht mehr alles richtig berühren.
Und ja, 2 Jahre später, ja, die optimale Größe für ein Handy war wieso schon immer 4 Zoll so ungefähr. Und dieses Mal hieß es dann halt auf einmal, ja, die optimale Größe für ein Handy sind halt 4,7 beziehungsweise 5,5 Zoll. Das finde ich immer ganz geil. Also der Finger geht von hier bis nach hier. Aber was ich finde, ist, dass die Apple Watch oder wie das heißt, ist eine gute Frage. Kopiert ist von Samsung. Diese Frage ja, finde ich ja persönlich ganz die gut. Die Smartwatches, ich glaube Sony hat, war mit am ehesten da dran, schon vor 3-4 Jahren hatten die da schon ganz brauchbare Sachen. Aber weiß nicht, ich brauche die generell nicht. Darauf also kann man einfach zu wenig machen. Ich habe jetzt zum Beispiel das LG G2, da kaufe ich mir lieber das LG G2 als dieses riesen iPhone 6. Ja, so riesig ist das auch. Das ist auch nicht viel größer als das G2. Ich weiß nicht, aber es geht mehr nur darum, um Funktion und generell. Generell, Apple ist doch so oder so der letzte Schritt. Es ist mehr so ein Lifestyle, also. Ne? Apple will eh keiner, Mann. Ja, aber ich weiß nicht. Ich hab das Z. Ich hab ein. Deswegen, der hat auch eine Smartwatch, aber ich habe mir jetzt die mal angeguckt, das ist, also ich finde das vollkommen interessant. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war da erst ein bisschen hinterher, weil ich das cool fand zum Musikplayer steuern, weißt du, du hast dein Handy irgendwie in der Tasche und kannst halt beim Fahrradfahren oder so über die Uhr dann einfach dein Lied ändern und so, aber so wirklich, das Display ist einfach zu klein, um damit wirklich was zu machen und für die Sachen brauche ich es nicht, diese kann. Also was kann man denn jetzt machen? Oder was soll ich machen? Schwarzer konntest du auf Feld 20. Und ich meine dafür, also ich, der benutzt sie zum Beispiel größtenteils echt nur als Uhr, ne? Und ich glaube, da kann ich mir auch ein standhafteres Modell vorstellen. Ja, das ist mir bei einem Freund auch aufgefallen. Der hat sich die Sony Watch, die vor einem Jahr kam, geholt. Der findet die zwar immer noch wohl ganz cool, aber wenn ich den sehe, der benutzt sie immer nur als Uhr und natürlich kannst du da schön Notizen drauf machen für die Klausuren und so. Weil das checkt im Moment noch niemand. Ja, Quater, D und lustig, U, der 4K hat, ist wieso. Der hat ein iPhone 4, glaube ich. Da war es eben heiß und meins geht noch. S4 war es eben und das Apple Überhitzung. Ich habe ein iPhone 4 und es geht noch perfekt, außer ein paar Kratzer und so. Außer. Ja, ich habe auch ein iPhone 4S und das ist super gut. Ich kenne genug Leute mit ha, iPhone, hier ist eine wo Frage. Der ganze Display Guten, gesplittert was ist. Was war eigentlich dein erstes Handy? Oder kann ich mein erstes Handy. Mir aus der Klasse, die so doof waren, haben sie in die Luft geschmissen und weiß ich gar nicht mehr. Die Fensterbank geknallt. Boah, mein allererstes Handy war Nokia, noch mit grün, also mit grüner Bildschirmbeleuchtung. Mein erstes Handy war mein erstes Handy war ein Blackberry. Mit so ganz vielen kleinen Tasten. Ey, jemand mal, in meiner alten Klasse hat mal jemand so angegeben, boah ja, ich hab hier ein neues Handy und so aus Polen und so. Und was stand da hinten drauf, anstatt Nokia stand da Nokla drauf. Geil. Und dann so, ja, geiles Handy. Ich hatte in der Schule mal ein. Ich glaube nicht, ich guck mal eben auf der Karte nach. Der meinte irgendwie vor 2 Jahren, dass seine Mutter sich jetzt ein iPhone bitte sag mal meinen Namen. Meinen Namen. David. Meinen Namen. Hab ich doch gesagt. Er hat doch schon mal 4K-Videos gemacht. Ja, aber nur für kurze Zeit. Die waren sozusagen im Angebot. Hallo, guten. Hallon, guten. Wie geht es dir? Ach ja, Deutsch ist so eine Microsoft will Mojang kaufen. Wie findet ihr das? Oder was werdet ihr erwarten? Weiß nicht, da habe ich nicht so wirklich was. Wäre natürlich blöd, wenn sie irgendwelche so aller, wie heißt das hier, Xbox Live Zwang und sowas einführen. Oder den Leuten, die damals in der Alpha gekauft haben, wurde ja versprochen, dass die alles bei Minecraft immer kostenlos bekommen. Und wenn die jetzt übergangen werden, fände ich das halt blöd. Aber im Endeffekt ist es mir fast egal, bei Minecraft habe ich so viele 1000 Stunden gespielt, dass ich das jetzt echt. Und das ist nicht übertrieben, dass ich das mehrere 1000 Stunden gespielt habe. Also ich habe das bestimmt so 2500 Stunden gespielt in den letzten. Lieber Creeper, du hast gerade mal wieder guten falsch geschrieben. Ja, Guden ist eh eine schöne. welche DLCs hast du, Guden? Alle. 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 Ich hab alles. Alle. Was sind alle DLCs? Alle. Mein Saft ist alle. Ich muss sagen, ich bin nicht so zufrieden mit MacBook.
Ich suche nach Sanis in Skype und schreibe. Warte mal. Ach so, okay. Ja, also wer Markus N will, Sanis suchen in Skype. Der wird jetzt überfordert sein. Güden ist auch schön, ja. Aber kennst du eigentlich das Headset? Headset. Wie sie jetzt alle die ganze Zeit über ihre Handys schreiben. Ja, Handy ist schon so ein Streitthema. Der eine gibt mit seinem Cut-Handy die ganze Zeit an, der nächste gibt mit seinem HTC weiß ich welches an. Boah, was ist los hier? Was ist da los? Alles so krass Handy-geil. Ist so. Ich brauch immer noch eine Arbeit. Das gute alte Nokia 63100 oder wie das hieß, das war nur eins. 6310. Gleich kommt wahrscheinlich 6310, eins von alten Schlagsachsen. Ja, das hatte ich auch mal, das ist doch, da die Spiele mal drauf hier. Oh, das gute alte Snake zum Beispiel. Das Beste ist immer noch dieses Nokia-Baustellen-Handy. Diese 2-Megapixel-Kamera. Ja, 2-Megapixel-Kamera und oh. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass ich die Qualität damals gefeiert habe. Und wie war das? MP3 war kein unterstützter Dateityp oder wie war das, ne? Was? MP3 war kein unterstützter Dateityp. Ja, aber du hattest eh nur 2 MB internen Speicher, also ein Lied hast du eh nicht drauf gekriegt. Ah. Und SD-Karte gab's damals noch nicht. Doch, Micro-SD mit 32 MB hatte ich. Wow. Also die waren auch so teuer, da habe ich 50 Euro für gelassen oder sowas. What? So, nachdem Tim durch ist, ist wirklich wieder die ganze Runde auf dem Server. Gute 35 Minuten hat es jetzt gedauert, aber eigentlich ist es eh nicht so schlimm, weil wir kommen doch zwischendurch noch gut ans Spielen. Ja. Kann man Feld 6 den Mais... Beim 32B, da kriegst du mit 10 Liter drauf, ne? Ich habe eine Konsole, aber ich benutze die eigentlich fast gar nicht. Ich habe sie eine Zeit lang dann nur für Gran Turismo benutzt. Und ja. Jetzt gibt's andere Spiele, die schöner sind. Jo. Guten? Jo. Fährst du eigentlich gerade mit Lenkrad? Ja. Ah, mach ich gerade auch. Ich meine, ich will ja nichts, ne, und so. Mein Account und so, der ständig immer missbraucht wird von dir, ne? Ständig. Heute wurde er übrigens missbraucht, wenn du es mitgekriegt hast. Ich habe von 18.30 Uhr bis 18.35 Uhr mal kurz den SLS getestet. Ach so, ja, nee.